Ja, hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Reihe Reflexionen übers Alter. Mit Kurt und mir, und die große Einladung ist, dass ihr diesen Raum, der in unserer gemeinsamen Reflexion, in unserem gemeinsamen Gespräch entsteht, dass ihr den nutzt, um für euch hinzuschauen, was es für euch bedeutet. Wie ist dein Umgang? Und ja, vielleicht dient das und inspiriert dich und erleichtert es dir, erfreut dich. Wir freuen uns auf diese neue Reihe. Also, schauen wir wieder einmal gemeinsam hin, wie man ideal alt wird, glücklich bleibt, gesund bleibt und was da zu tun ist oder zu lassen ist, wie wir miteinander sein können, um genau das zu erreichen. Ja, schön. Für mich ist es, miteinander in diesem Moment ganz neu zu sein. Nichts mit reinzunehmen in den Moment, in der Unmittelbarkeit, sich selbst überraschen zu lassen, was auftaucht, und damit zu sein. Und das ist für mich jenseits des Alters, das ist ganz lebendig und immer jung und immer neugeboren. Und da ist ganz viel Freude, da ist ganz viel Lebendigkeit. Welche Punkte hattest du noch? Altern, glücklich sein und, jetzt weiß ich es nicht mehr, wie ist es für dich? Für mich ist es genauso, wie du sagst, einfach im Fluss des Lebens sein und hinzuspüren, jetzt, welche Möglichkeiten das Jetzt bietet. Zum Beispiel eben, auch das ist sicher ein Punkt des Alterns, dass man miteinander hinschaut auf das Jetzt, auf das Leben, auf das, was gerade ist, auf die Wirklichkeit. Und dann haben wir ja gesehen, dass das Leben immer gut ist für eine Überraschung, weil der andere die gleiche Situation, die scheinbar ganz offensichtlich klar ist, ganz anders sieht. Und das dann mitzuerleben, also ich würde sagen, lassen wir uns doch einfach vom Jetzt überraschen. Ja, und das Jetzt zum Bezug auf Alter. Was spürst du denn in dem Moment jetzt gerade? Weil wenn ich hinschaue in diesem Moment und spüre oder in meinen Körper spüre, im Jetzt, dann ist da diese ewige Lebendigkeit. Wie du sagst, wenn du sitzt, bist du ganz jung, ne? Dann geht es dir einfach gut. Und so geht es mir, wenn ich wirklich im Augenblick in mich wahrnehme und spüre und jetzt bin, ist da einfach diese ewige Lebendigkeit. Und da gibt es das Thema Alter gar nicht. Ja, aber damit hast du doch gerade vielleicht das größte Geheimnis des glücklichen Alters verraten. Das ist doch das Geheimnis, das, um was es geht. Einfach nur unbefangen hinzuschauen, ohne jede Erwartung, was das Jetzt gerade zeigt. Und dann kann es ja eventuell sein, aus der Reflexion der Vergangenheit, die ich jetzt reinholen müsste, dass der Körper Signale schickt, dass er nicht mehr 20 ist, wobei ich mich teilweise jetzt viel jünger fühle als mit 20, auch körperlich. Und dann ist es die Kunst, dem wie nicht auf den Leim zu gehen für mich, sondern in meiner unmittelbaren Erfahrung zu bleiben, dieses Lebendigseins zu bleiben. Und eher das, was vielleicht in der Matrix ist, abgespeichert bezüglich Alter und so weiter und so fort, das aus der Unmittelbarkeit des Erlebens wie zu überschreiben, also wie das Programm, was in der Matrix ist, durch die Lebendigkeit aufzulösen. Nicht im Tun, aber durchs lebendige Erleben. Also ich musste ja ohnehin meine Vorstellung vom Alter über Bord werfen, weil
ich da ganz andere Vorstellungen hatte als Junge und junger Mann. Und deswegen ist das ohnehin ganz anders gekommen und das Leben überrascht mich in jedem Augenblick. Also das ist für mich nach wie vor das Rezept, eben jede Vorstellung loszulassen und auch jede Erwartung und einfach zu sehen, was denn jetzt ist. Und auch im Miteinander eben, das erfahren, wobei ich erstaunlicherweise viel Miteinander erlebe, wenn du gar nicht direkt bei mir bist. Das ist auch noch eine Erfahrung, die ich früher überhaupt nicht als Vorstellung hatte, die einfach sich gezeigt hat, dass der andere fast noch präsenter sein kann, wenn er körperlich gar nicht anwesend ist. Und dass da vielleicht noch der Restunterschied verschwindet in der Erfahrung und man wirklich nur noch im Einklang ist und eins ist. Und das könnte ich mir vorstellen, das habe ich zwar noch nie irgendwo gelesen, aber das könnte ich mir vorstellen, dass das einen ganz großen Einfluss auf ein glückliches, langes Leben hat. Ja, weil dann ja das Wesentliche, das Wesen präsent ist. Da ist ja dann weniger die Persönlichkeit und die persönliche Färbung vielleicht da und die Unterschiedlichkeit, sondern dann ist ja wirklich das Wesen und damit das Wesentliche präsent. Und in dem Moment ist man mit dem Wesentlichen und das Wesentliche ist ja für mich einfach dieses Elixier, das Lebenselixier. Ja, und das war doch schon wieder ein Hinweis, sollte man aussprechen, wirklich Unwesentliches loszulassen in seinem Leben, um immer wesentlicher zu werden, sich erst einmal klar zu werden, was ist eigentlich für mich wesentlich in meinem Leben? Was ist wesentlich im Miteinander? Was ist wesentlich für das Altern? Was ist überhaupt wesentlich? Und indem man seine Aufmerksamkeit darauf richtet, tritt es ja in Erscheinung, tritt es ins Bewusstsein und hat in jedem Augenblick eine neue Gestalt. Vielleicht ist auch in jedem Augenblick was anderes wesentlich. Spielt ja keine Rolle, aber wirklich, dass ich einfach meine Aufmerksamkeit darauf richte, immer wesentlicher zu werden. Gibt eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Also wenn das jetzt verwirklicht wird, was jetzt aufgetaucht ist im Gespräch, würde ich sagen, ist man auf einem guten Weg. Ja, vielleicht geben wir sogar den Raum und die Zeit, gerade in diesem Moment, dass die jetzt hier mit Teil unserer Reflexionsgesprächs sind. Was ist wesentlich? Was bedeutet das für mich, wesentlich zu sein, das Wesen zu sein, das ich bin? Und was entspricht denn meinem Wesen? Welcher Ausdruck, welche Handlung, Denken, Fühlen, welche Kleidung? Also was ist denn der wesentliche Ausdruck auch? Was ist wirklich wesentlich? Was macht mich aus? Was macht auch, egal wie alt der Körper ist, was ist wesentlich in meinem Leben, in diesem Moment? Ganz genau. Und das heißt also, in jedem Augenblick das Wesentliche zu entdecken. Und dann, glaube ich, ist sogar die Übereinstimmung da. Denn wenn was wirklich wesentlich ist, ist es auch für den anderen, ist es eigentlich für alle wesentlich. Obwohl das unterschiedliche Formen annehmen kann im Moment, aber wir bekommen ein Gespür für das, was wirklich für das Gold des Wesentlichen im Leben und dass wir dieses Gold schürfen. Ja, und da vielleicht der Unterschied, weil es wird gerade so sehr an mich herangetragen, immer wieder, dass es da nicht die Feinheit der Unterscheidung oft gibt, dieses Unterscheidungsvermögen, was ist wirklich wesentlich und was ist egolich. Weil viele meinen, naja, wenn es für mich doch wichtig ist, dann ist es doch für mich
eben wichtig fürs Ego, aber nicht wesentlich. Ja, die Frage ist eben, wer ist mich? Genau. Dass ich da hingucke, das Ego hält ganz andere Dinge für wesentlich, genau, als das Wesen. Und deswegen sollte ich natürlich ich selbst sein, wenn ich auf das Wesentliche schaue. Genau, aber das ist scheinbar eine Herausforderung für viele, weil die meinen, wenn ich mich spüre, dann bin ich ja ich. Ja, ganz genau, das ist das Problem, genau, nicht die Lösung. Ich weiß, aber für mich war jetzt in unserem Gespräch gerade so der Unterschied, dass das fürs Ego wichtig ist, weil es wie davon was wie bekommt auch. Es geht ihm besser damit. Und für das Wesen wesentlich ist die Erfüllung aus sich selbst heraus, aus dem wesentlich zu sein, das Wesen zu sein und damit im Wesentlichen zu sein. Da ist nichts, was ich dazu bekomme, sondern das ist wie Erfüllung aus sich selbst heraus. Und ganz genau in diese Erfüllung aus sich selbst sollte man hineingehen und die ganze Zeit drin bleiben. Und das auch im Miteinander. Und auf einmal ist Leben ganz einfach. Ich brauche nicht mehr meiner Vorstellung folgen oder meiner Absicht, einem Vorhaben, sondern ich schaue einfach auf das Jetzt in diesen Augenblick. Und welches Wesentliche tritt jetzt in Erscheinung? Für mich, für uns, für alle. Und das bis ins ganz hohe Alter, weil dann spürt man das eigentlich gar nicht. Dann ist man so im Wesen als Wesen präsent. Jetzt hast du gerade wieder ein Geheimnis gesagt. Einfach nur viele Jahre wesentlich werden, da wird man auch. Ihr Lieben, ich hoffe, ihr habt so viel Freude wie wir damit. Okay, dann nehme ich keine Punkte mehr, dann nehme ich einfach nur das, was jetzt ist. Seid gespannt, ob noch was folgt.